Ich bin der Pater Josef Rosanasch, Palutiner. Und ich bin auf verschiedene Wegkreuzungen bin ich beim Bruder Klaus gelandet. Dankeschön, Antonio, für die Einladung zu einem Gespräch an diesem speziellen Ort. Kraftort, alle die Städte von Bruder Klaus. Hier im Flüeramt und Sachsel, da freut mich ganz besonders, hier mit dir zusammen zu sein. Ja, Erfahrung mit Gott. Also, was mir immer wieder auffällt, ich bin jetzt nicht ein, der an einem bestimmten Datum, 13. Mai um 16:30 Uhr, eine Erfahrung mit Gott hatte. Sondern bei mir ist es eher so, oder auch vom Nachdenken her, ich kann immer wieder Gott erfahren und spüren, dass Gott dabei ist. Und das denke ich, dass ein grosser Teil der Leute eigentlich das ist. Also die sensationellen Erfahrungen mit Gott, die sind ja eher selten. Und vielleicht besondere Gnade, das weiß ich nicht, aber manchmal wünschte ich mir auch, ich hätte so eine gewisse Erfahrung, wie von Heiligen berichtet wird, oder Visionen wie der Bruder Klaus. Dass ich heute da bin, jetzt beim Bruder Klaus in dieser Stube, das ist für mich natürlich besonders. Und ich glaube auch, da bin ich überzeugt, das hat eben auch mit Führung von Gott zu tun. Und dann im Kollegium Appenzell, da war dann so eine Zeit, wo ich halt sehr viel mit Kapuzinern in Kontakt gekommen bin. Ich war auch Ministrant an verschiedenen Orten, im Krankenhaus, im Frauenkloster, wo heute leider noch mehr existiert als Frauenkloster und in der Pfarrkirche Appenzell. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Und gerade auch die Beziehungen. Und da denke ich manchmal heute, also ich bin überzeugt, viele Priester sind Priester geworden durch Beziehungen mit einem Priester. Und es tut mir manchmal weh, heute zu sehen, wie junge Menschen, die haben keine Beziehung mehr. Die treffen doch keinen Priester mehr. Vielfach. Und die, die es noch wo wir noch haben, die springen von einem Mal zum anderen und haben kaum mehr Zeit, um sich mit Leuten abzugeben. Also das ist ein ganz grosses Manko. Oder wir hatten noch auch Besuch von Priestern daheim. Und das ist heute aber auch noch mal so üblich. Das Mal ist sehr stark auch meine Mutter und mein Vater sind eigentlich Botschafter gesehen vom Herrgott. Und wo ich gespürt habe, der Herrgott ist bei uns mit daheim. Und ja, ich weiß nicht, wie stark das da. Oh nein, leider ist es vielerorts so, dass in der Familie das völlig fehlt. Und dann kommen die Kinder in die Schule und eine Katechetin oder ein Katechet müssen quasi wie von Grund auf neu anfangen, zuerst einmal die überhaupt die Glaubenserfahrung im Kind wecken. Also, das habe ich dürfen haben. Leider ist dann meine Mutter sehr früh gestorben. Wir sind in der 5. Klasse gesehen, 5 Buben haben wir gesehen. In der zweiten Ältesten und das ist in dem Sinne auch prägend. Und das ist ein Punkt, der mich eigentlich bis heute hier begleitet hat, in der Auseinandersetzung mit Pilgerinnen und Pilgern, im Zusammenhang mit Dorothee, die das dann oft nicht begreifen können. Oder mehr auch sagen, ja, also ein Mann, der Frau und 10 Gofen verlässt, der kann doch kein Heiliger sein. Dem muss ich einmal sagen, ja, das darf man eben nicht so anschauen. Etwas Ähnliches habe ich ja auch erlebt. Meine Mutter hat uns, den Vater und die 5 Buben, verloren. Oder, wie könnte ich sagen, der Herrgott uns weggenommen. Und da war auch falsch angeschaut. Natürlich, im Moment haben wir das vielleicht so erlebt und auch schmerzhaft empfunden. Buben und der Vater noch viel mehr. Aber in den Geschichten hat sich das dann eben ganz anders gezeigt und wir wissen heute nicht, obwohl es nachher eine eher schwierige Zeit geworden ist, dann später, aber wir wissen heute nicht, was das alles für einen Sinn hat schlussendlich. Und dann, ja, der Herrgott, man sagt ja oft, der Herr, warum lässt das Gott zu? Er lässt es zu, weil der Weg von Gott sind andere als unsere Wege. Und für eine Gotteserfahrung, die wir Menschen dürfen haben, denke ich, ist das ganz ein wesentlicher Aspekt auch zu erkennen. Wir sagen ja oft, auch jetzt hatte ich Schwein oder Glück gehabt.
Und selbst sind sehr oft Momente von Gotteserfahrung, wo man eben es dürfte spüren. Ja, und dann hat es eben schon ähnliche Situationen immer öppe wieder gegeben. Ich weiß, so zum Beispiel Unfall oder Fastunfall, wo ich heute froh bin, auch in der Seelsorge, zum Beispiel in Taufgespräch, wo ich überzeugt bin, es gibt Schutzengel, wo man sehr schnell dann einfach sagt, oh, da habe ich jetzt schon einen Schwenk gehabt. Und dabei ist es ein Schutzengel gewesen, wo mir geholfen hätte, sonst wäre ich heute nicht da. Und das wünscht ich viel mehr Menschen heute, dass sie so eine Erfahrung dürfen machen, wo sie da spüren, den Moment von der Gegenwart von Gott. Und was ja oft auch man darf erleben, wir müssen Gott, also der Vorhaus ist ja ein Vorbild vom Gott suchen. Er suchte das einige Wesen und hat, ja, man kann sagen, das Leben lang gesucht. Er hat nicht irgendwann aufgegeben und gesagt, jetzt haben, jetzt ist der Moment, sondern ist ein weiter Suchen gesehen. Er ist zwar dann, wo er in den Rampftal kam, ist der überzeugt gesehen, jetzt bin ich am richtigen Ort. Ein Stück weit, jetzt haben ihn gefunden. Aber dann ist er erst recht weitergegangen, die 20 Jahre, wo er dann als Einzelner dort unten gelebt hat. Und so, glaube ich, ist es bei uns auch. Es ist ein Leben lang gesucht und auch beten heisst für mich nicht, lieber Gott, jetzt musst du mir helfen. Und wehe, wenn es dir nicht geht. So ähnlich wie gewisse Leute in dieser Form beten, lieber Gott, schenke mir Geduld, aber sofort. In dieser Art beten viele Menschen. Aber die Heilige, wie der Bruder Klaus und viele andere, haben uns genau das andere gelernt, Beharrlichkeit im Gebet. Die ganze Geschichte, die ich dann eigentlich erlebt habe als Priester, ist in dem Sinn ein Auf und Ab gesehen. Ich habe so viele Aufgaben dürfen machen als Palutiner, wo ich ein paar Mal gedacht habe, warum jetzt das? Wo ich schmerzvoll habe einen Abschied nehmen und einen Neubeginn machen, wo ich schlussendlich aber habe müssen denken, im Rückblick, das ist eine wunderbare Geschichte. Eine Führung von Gott. Ja, sonst wäre ich heute nicht da. Und hat all das Wissen, wo die verschiedenen priesterlichen Bereiche gegeben haben, nicht dürfen erfahren. Also ich bin zuerst perfekt gewesen, mit Jungen dürfen arbeiten. Und dort hat es ja angefangen, auch die Begegnung mit Bruder Klaus, mit der Jungen, der Fußballfarbe von Ebike. Und nachher ja, sind weitere Aufgaben gekommen, im Heim und nachher im Gefängnis, in der Militärseelsorge, in der Pfarreiseelsorge als Dekan, nachher im Dienst vom Bistum St. Gallen und schlussendlich hier beim Bruder Klaus. Und jetzt bin ich so eine Art wie der Generalvikar von Bruder Klaus, wo für ihn darf wirken für die Welt, für all die Pilgerinnen und Pilger, die hier ein- und ausgehen. Und neben das Mitteilen, das ist nämlich für mich auch wichtig geworden, nicht nur von meiner Gotteserfahrung erzählen, sondern noch viel mehr von so Menschen wie Bruder Klaus und Dorothee. Und da hoffe ich, dass ich noch lang darf für Menschen Zeugnis geben als Palutiner für die beiden Laienapostel Niklaus und Dorothee an dem Ort.